Hallo zusammen, das wird ein Video über Schmerzen. Schmerzen und oder Schattenseiten. Für mich ist es so, Schattenseiten bezeichnen eigentlich irgendwelche Aspekte von einem selbst, die wir schlimm finden oder die wir schlecht finden oder die wir ablehnen. Und diese Aspekte können ganz einfach sein, oder? Dass wir uns unsicher fühlen, dass wir uns nicht gut genug fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir sind es nicht wert oder dass wir vor allem das Gefühl haben, wir sind falsch oder wir machen Dinge falsch. Und das sind für mich im Prinzip die Schattenseiten. Und diese Schattenseiten entstehen aus meiner Sicht nur dann, wenn man die Dinge glaubt, die einem vermittelt worden sind über einen selbst. Also ganz früh in der Kindheit, dass du zum Beispiel den Rückschluss gezogen hast, dass du es nicht wert bist, unterstützt zu werden, weil nie mehr jemand für dich da war. Dass du irgendwo meinst, dass du falsch oder fehl am Platz bist, weil du nicht gesehen oder beachtet wirst, weil man dir nicht zuhört. Oder dass du immer das Gefühl hast, du bist nicht gut genug, du musst die Dinge besser machen. Oder es gibt irgendetwas in dir, ganz tief in dir, mit dem du herumläufst und denkst, oh mein Gott, wenn irgendjemand erkennt, sieht und merkt, wie wertlos ich bin, wie falsch ich bin, wie daneben ich bin, wie nicht unterstützenswert ich bin, wie übel und elend ich bin. Das sind für mich Schattenseiten. Das sind für mich falsche, verlogene Überzeugungen, die für keinen Menschen auf dieser Welt stimmen. Die jedoch vermittelt werden, wenn du aufwächst in deiner Zukunft, in deiner Vergangenheit, in deiner Herkunft, weil du ganz einfach am falschen Platz warst. Weil du am falschen Platz warst, respektive an einem Platz warst, wo man nicht unterstützt hat, wo man nicht die Liebe gelebt hat, wo man nicht verzeihend war. Du warst vielleicht an einem Platz, wo man dir deine Fehler immer wieder auf die Nase unter die Nase gerieben hat. Du warst vielleicht an einem Platz, wo sich niemand für dich interessiert hat. Aber das lag ja alles niemals an dir. Jetzt kommst du halt irgendwann mal raus und glaubst, du hast Schattenseiten. Weil du immer das Gefühl hast, irgendetwas ist nicht gut genug und irgendetwas ist nicht in Ordnung. Und ich habe ja in diesem anderen Video zu den Schattenseiten gesagt, niemand hat Schattenseiten. Aber trotzdem ist da immer irgendwo ein Schmerz. Es sind schmerzliche Ereignisse in deiner Vergangenheit. Und es sind schmerzliche Ereignisse, die du vom Intellekt her, vom analytischen Kopf her vielleicht schon verarbeitet hast. Aber dein Körper hat die noch gespeichert und irgendwo glaubt er noch nicht so ganz, dass diese schmerzlichen Erfahrungen nichts mit dir zu tun haben, respektive, dass diese schmerzlichen Erfahrungen, dieser unglaubliche Schmerz, dass der vergessen sein soll oder vergeben sein soll oder nicht so wichtig sein soll. Und hinter diesem Schmerz stehen ja immer Emotionen, also Gefühle, schmerzliche Gefühle. Und es gibt viele Ansätze, die auch sagen, das sind unterdrückte Emotionen, das sind unterdrückte Gefühle, die noch nie gefühlt worden sind. Der Meinung bin ich auch. Und das war auf meiner langen Reise auch so, ja gut, welche Gefühle sind da noch da? Welche unterdrückten, schmerzlichen Gefühle sind da noch da? Und ich war dann auch mutig und habe auch dahin geschaut. Und mit der Zeit habe ich dann auch gesehen, dass all diese Erinnerungen und Vorstellungen über mich, die ich über mich hatte, nicht wahr waren. Und dass das einfach Ansichten waren von Menschen, die solche Ansichten haben.
Ansichten von Menschen, die Dinge so sehen und interpretieren, die mich so gesehen haben und interpretiert haben, aus ihrer ganz eigenen Perspektive heraus. Und es war ein Prozess, der mir dann irgendwann mal gezeigt hat, ja, ich habe eine Identität, ich habe eine Vorstellung von mir angenommen, die mir übergeben worden ist und eigentlich auf der Vorstellung von anderen Leuten basiert und grundsätzlich gar nichts mit mir zu tun hat. Und viele, viele Jahre, der Hauptteil meiner Lebenszeit, bin ich natürlich als eine Persönlichkeit durchs Leben gelaufen, die das Gefühl hatte, nie gut genug zu sein, die das Gefühl hatte, in sich etwas verstecken zu müssen, das niemand sehen darf, weil sonst würde die Welt ja erkennen, wie elend und wie übel ich bin, würde ja die Welt erkennen, wie fehlerhaft ich bin. Und es war mir natürlich nicht klar, dass dieses Gefühl da wohnt und da steckt. Das Leben hat es mir zwar immer wieder gezeigt und immer wieder kamen diese Situationen, die mir gezeigt haben, wie ich nicht beachtet werde, wie ich unwichtig bin, wie man mich von heute auf morgen ablehnen kann ohne einen Grund, wie ausgeliefert ich dadurch auch mich gefühlt habe. Und dann dachte ich, ja gut, da sind Schatten in mir, bis ich halt erkannt habe, dass eben da gar keine Schatten sind, sondern dass da immer Licht war, das aber als Schatten interpretiert worden ist von Leuten, die Licht nicht sehen können. Und dass ich das aber angenommen habe und somit ein Schattengewächs war. Und das sind alles ja nur Interpretationen und deswegen habe ich mich ja auch in meinem anderen Video so vehement dagegen gewehrt und gesagt, wir haben keine Schatten. Das sind alles, auch diese schweren Dinge, die uns in unserem Leben passiert sind. Und das kann bei manchen Menschen, ich weiß es nicht, eine hat mir geschrieben, ja, was ist, wenn Menschen vergewaltigt werden oder sonst missbraucht werden? Wir alle sind missbraucht worden. Körperlich, emotional, beides. Ich würde sagen, in der Vergangenheit und in unserer Gesellschaft gibt es halt einfach viel Missbrauch. Aber das ist Missbrauch von Menschen, die missbraucht worden sind. Und jetzt sind wir in der Zeit, um zu erkennen, was hinter diesem Missbrauch steckt, weil da steckt blanke Verzweiflung dahinter. Blankes Nicht-Wissen, wie ich es machen soll. Blankes Ich bin falsch, ich bin daneben. Und es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Ich meine, ich bin auch von meiner Alkoholikermutter total missbraucht worden, emotional. Die ist nachts in mein Zimmer gekommen, hat mich aufgeweckt in einer Wut, hat all meine Sachen auf den Boden geschmissen, meine Schränke, meine Regale auf den Boden geschmissen, hat mir noch Ohrfeigen gegeben und hat mir nachher noch gesagt, ich soll endlich mein Zimmer aufräumen. Sowas hinterlässt natürlich Schmerzen, sowas hinterlässt Verzweiflung und sowas hinterlässt natürlich auch eine Persönlichkeit, die nicht wirklich ein gutes Gefühl für sich selber hat und die Selbstliebe nicht empfinden kann, weil sie sich ja so nicht liebenswert fühlt. Ich meine, wie fühlst du dich, wenn dir sowas passiert, oder? Du meinst, die Welt ist in Ordnung, du hast dir Mühe gegeben, du hast versucht, alles gut und richtig zu machen und aus dem Nichts heraus kommt ein unkontrollierbares Donnerwetter in dein Leben und du weißt nicht, wie du es vermeiden kannst und du versuchst alles und du versuchst es irgendwie so gut zu werden, dass diese Dinge dir nicht mehr passieren, weil du in einem kleinen Alter bist, weil du eben nicht verstehst, dass die Dinge nichts mit dir zu tun haben, wenn dir jemand sagt, du hast was falsch gemacht. Und diese Sachen, die sind in uns allen auf die ein oder andere Art und Weise passiert und niemand hat uns geholfen, damit umzugehen und da haben sich halt Schmerzen aufgebaut und nachdem wir natürlich dann mit dieser Energie in ein Leben starten,
passieren uns solche Dinge in den anderen Situationen immer wieder. Und mit solchen Dingen meine ich Dinge, wo man sich dann so fühlt, wie man sich dort gefühlt hat in diesen Situationen als Kind oder insgesamt als Kinderwesen. Und immer wieder kommt es hoch, dieses, ich fühle mich so ausgeliefert, ich fühle mich so hilflos, ich fühle mich so ungeliebt, ungeachtet, ungerespektiert. Jetzt zum Beispiel in meinem Beispiel. Aber das sind für mich nicht Schattenseiten, sondern das sind Verwundungen, die akkumulieren, die immer mehr und mehr werden durch die verschiedenen Geschichten, die uns immer wieder in die gleiche Wunde reingehen. Aber das ist für mich nicht ein Schatten, sondern es ist eine Wunde, das ist eine Verwundung, die ich mit mir rumtrage. Und diese Verwundung kann ich erst dann heilen, wenn ich verstehe, wer ich bin, wie das Leben funktioniert, wie wirklich ich als energetisches Wesen funktioniere, wer ich bin als energetisches Wesen. Und dass es wirklich nur darum geht, diesen Verwundungen, diesen verwundeten Emotionen oder diesem Schmerz der Wunde den richtigen Raum geben kann. Und den richtigen Raum kann ich halt erst dann geben, wenn ich genügend Verständnis habe für mein Innerstes oder für meine inneren Gefühle oder nenne es auch für das innere Kind, dass ich einfach aus einer gefestigten Perspektive, aus einer sicheren Perspektive, wo ich weiß, jetzt bin ich sicher, ich sorge für mich, ich liebe mich, ich schütze mich, ich zwinge mich nicht mehr mit Menschen oder mit Energie. Also, und ich zwinge mich nicht mehr an Orte oder mit Menschen zusammen zu sein oder Dinge zu tun oder mich in ein Umfeld zu begeben oder auch in einen Lifestyle zu begeben, der sich für mich nicht gut anfühlt. Und wenn ich diese Sicherheit bekommen habe und weiß, dass ich sicher bin, dass ich gut bin und dass ich sicher aufgehoben bin, dass ich von mir selber komplett und hundertprozentig ganz akzeptiert werde mit allen Aspekten und Facetten, dann kann ich eben dorthin gehen und kann diesen Schmerz fühlen. Aber dann habe ich so einen Rückhalt von mir selber. Und erst wenn ich diesen Rückhalt von mir selber habe, erst wenn ich wirklich weiß, ich kann mich hundertprozentig auf mich verlassen, ich werde mich nicht mehr zwingen, Dinge zu glauben, zu denken, zu tun oder zu machen, die nicht meiner eigenen Wahrheit entsprechen, die nicht meinem Herzen entsprechen, die nicht dem entsprechen, wie ich mein Leben sehen will, wie ich mich selber sehen will, wie ich denken will, sondern was immer noch, wenn ich das weiß, ganz sicher über mich, wenn ich ganz sicher weiß, dass ich sicher bin in jeder Situation, dass ich nicht ausgeliefert bin, dass ich eben nicht mehr schutzlos bin, wie damals als kleines Kind. Und hier geht es eben wirklich nicht darum, den Schutz im Außen zu suchen, bei irgendjemand anderen, sondern erst wenn dieser Eigenschutz, diese Klarheit, diese Liebe für dich selber, für dich, für dein Wesen und für die von dir gewählte Identität, die einfach perfekt und wunderbar ist, und wenn du das weißt und nichts Böses mehr an dich heranlässt, egal auf welche Art und Weise, durch irgendwelche Meinungen von anderen Leuten oder Kommentaren oder sonst irgendetwas, sondern du einfach da sitzt in totaler Erfüllung und Selbstliebe, dann kannst du dorthin gehen. Und dann kannst du diesen Schmerz betrachten und du kannst ihn auch nochmal fühlen. Und wenn du dann diese Schmerzen fühlst und all diese Schmerzen, die noch in deinem Körper aus der Vergangenheit gespeichert sind, weil sie sich akkumuliert haben, aber da bist, in diesem sicheren Ort, in dir selber, in deiner eigenen Geborgenheit, dann kannst du dich
sowas von hingeben in diesen Schmerz, dass er dann auch durchfühlt werden kann. Aber aus, und du beobachtest dich selber aus einem mitfühlenden Blickwinkel, indem du dir selber den Raum hältst, diesen Schmerz zu fühlen, und du dich einfach dort in aller Sicherheit hineingeben kannst in diesen Schmerz, dann kann er sich auflösen und dann kann er gehen und dann wird er nicht mehr gebraucht, weil er wurde respektiert, er wurde gesehen, er wurde gefühlt. Aus welchem Grund auch immer er gekommen ist, aber deine zukünftige Persönlichkeit identifiziert sich eben nicht mehr mit jemandem, der Schmerzen hat, mit jemandem, der geplagt worden ist, mit jemandem, der missachtet worden ist, mit jemandem, dem seine Größe und seine Schönheit einfach nicht gesehen worden konnte. Und das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, diese Klarheit für sich zu gewinnen, eben wer du wirklich bist, eine gute Perspektive zu bekommen für das, warum du auf dieser Welt bist, warum du so aufgezogen worden bist, warum du diese Erfahrungen gemacht hast, die du gemacht hast, und auch in diese Verantwortung gehst, aber nicht in die schuldvolle Verantwortung, weil wenn ich sage, ich habe mir die Dinge oder das Leben, das ich gelebt habe, selbst kreiert, dann ist es aber keine Schuldzuweisung, sondern eine Anerkennung, dass das Leben eben energetisch funktioniert und energetische Resonanz in mir entsteht und dass ich dann erkennen kann, okay, was ist da für eine Resonanz, warum ist die da, möchte ich die weitertragen, wie kann ich sie auflösen und so weiter. Und da braucht es halt echt eine Bereitschaft, Dinge so verstehen zu wollen, wie sie die meisten halt bis jetzt noch nicht verstehen, wie das kollektive Bewusstsein einfach noch nicht die Welt sieht und sich selber sieht. Wir kommen Stück und Stück mehr und mehr dazu, und es ist eine wunderschöne Reise, die wir hier mit uns selber begehen können, und auf dieser Reise treffen wir Gleichgesinnte, und das ist natürlich jetzt auch die neue Schwingung, die neue Energie, in die wir hier reingehen, vor allem für 2020, und das hat so viel schöne Sachen für uns im Petto, wenn wir bereit sind, eben hinzuschauen und zu erkennen, dass es nichts Schlimmes, nichts Böses ist, nichts Verhextes, nichts Grausiges, nichts zu Versteckendes, sondern dass es einfach unser Wegbegleiter war und ja, die Herausforderung gilt angenommen zu werden, und oftmals ist die Herausforderung eben eine körperliche mit körperlichen Schmerzen. Wenn die emotionalen Schmerzen dann sich im Körper niederschlagen, und das zu lösen und das zu heilen, das ist für mich eine der tollsten Aufgaben, die wir für uns selber übernehmen können, und eben in diese Eigenverantwortung zu gehen und keine Angst davor zu haben, dass irgendwas Schreckliches in uns wohnt oder zu irgendein schrecklicher Mensch sind oder waren, oder dass da irgendwas versteckt werden muss oder nicht hergezeigt werden kann. Und wenn du das verstehst, dann wirst du sehr, sehr frei und eben auch frei von diesen Lasten und Belastungen. Und dann wirst du auch so frei, dass du all diese Vorstellungen und Paradigmen über dich, das Leben, die anderen ableben kannst und einfach nur dich freuen und dich endlich bedingungslos ins Leben, in dich, in die Welt und in die Menschen per se verlieben kannst. Und das ist es doch allemal wert, oder? Mal da ein bisschen hinzugucken, die Priorität zu dir selber zu nehmen und zu sagen, ich will es wissen, ich will es verstehen und ich will den Rest von meinem Leben als das großartigste Erlebnis gestalten, das ich mir einfach nur vorstellen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch das Allerbeste. Wenn ihr Unterstützung braucht,
Ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie ihr mit mir zusammenarbeiten könnt. Meldet euch bei mir und wir schauen, wie wir vielleicht zusammen weitergehen können. Weil ein Stückchen eine Wegbegleitung zu haben, das, der man wirklich, wirklich vertraut, das kann schon sehr, sehr viel erleichtern. Alles Liebe, eure Patricia. Ja.